Ich verstehe es nicht. Ich arbeite seit 10 Jahren für Sie. Ja, das weiß ich auch. Aber wir müssen Personal abbauen. Ich bin unfähig, Leuten weh zu tun. Das ist mein Problem. Ich kann gar nicht sagen, wie leid sie mir tun. Jetzt geht's mir viel besser. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Ist eine Familienkrankheit. Das geht auch nicht. Mein Vater hatte einen kleinen Laden und war sehr sozial. Sein Geschäft war immer voll und wir immer pleite. Ich habe kein Geld dabei. Macht nichts, beim nächsten Mal. Sie dürfen sich das nicht vorwerfen. Meine Mutter war Therapeutin. Wir schwimmen nicht im Geld, wie du weißt. Tja, du willst ja nicht arbeiten. Ich lass mich nur nicht bezahlen, mehr nicht. Aber mein Bruder war ein besonderer Fall. Eine von Hakims Nieren ist krank und wenn du kompatibel wärst, dann würde deine Niere entfernt und Hakim bekäme sie. Ich bin dir doch scheißegal. Wir sind doch eine Familie. Eine Familie? Ich habe den Blödmann seit Jahren nicht gesehen. Sprich nicht so von meiner Frau! Hör auf! Ist es dir so wichtig, wie ein Araber auszusehen? Hast du vergessen, woher du kommst? Ich glaube, du hast es vergessen. Annabel Kassem? Dr. Mata? Ungewöhnliche Freundinnen hatte ich auch. Traust du dich? Ich gehe hin. Na dann los! Bonjour. Ich habe gehört, ihr küsst normalerweise nicht. Doch, ich küsse sogar besonders gern. Lass dich wenigstens bezahlen. Im Leben ist nichts umsonst. Also, was machst du denn so beruflich? Ich bin Personalleiterin. Sag ihnen ruhig die Wahrheit. Anna ist Prostituierte. Ich hoffe, ihr akzeptiert das, weil ich sie liebe. Sieh mal eine an. Ich habe schon oft versucht, es dir zu sagen. Ich bin wirklich Personalleiterin, keine Hure. Jetzt habe ich dich enttäuscht. Ich wusste es.